Way up north, north to Alaska. Way up north, north to Alaska. North to Alaska. To go north, the rush is on. North to Alaska. Go north, the rush is on. Big Sam left Seattle in the year of 92 with George Pratt, his partner, and brother Billy, too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old white mountain just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys. Die raue Bergwelt Alaskas. Hier sind wir auf der Suche nach was ganz Besonderem, dem Otter. Als erstes beginnen wir unsere Spurensuche. Waschbär? Reh? Ich. Seit 2 Tagen sind wir unterwegs. Und ich glaube, wir haben uns verlaufen. Doch dann finden wir endlich auch wieder Zeichen der Zivilisation. Und dann haben wir sie gefunden, die Spuren des Otter. Klar zu erkennen, der breite Fußabdruck. Sind ungefähr 2 Tage alt, würde ich sagen. Wir sind ihm auf der Spur. Dann schließlich finden wir ganz frische Otterspuren. Schon wenige Augenblicke später bricht ein Otter durchs Unterholz. Amphibious cargo carrier for our armed forces goes through its paces at General Motors Military Proving Ground in Milford, Michigan. It's named the Otter, after the swift little animal equally at home on land or in water. The Otter's powerful engine is sealed, can't be stopped by flooding. In deep water, it is driven by a propeller. The man at the wheel, would you call him driver or helmsman? Whenever we call him, we can call the Otter an automotive jack of all trades. Im Internet findet man sehr wenig Informationen zu diesem Fahrzeug. Es handelt sich um einen Pontiac M76 Otter, quasi der Nachfolger vom Studebaker Weasel und der Vorgänger vom M116 Husky. Vornehmlich waren sie wohl in Vietnam im Einsatz, wo sie wohl recht beliebt waren, weil sie halt durch die überfluteten Reisfelder fahren konnten. We'll be right back.
Tja, Leute, das war eine weitere Folge von Philipps fast vergessene Fahrzeuge. Diesmal aus Alaska. Bis zum nächsten Mal. To Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, Alaska, way up north.